Ja, aber aber trotzdem die blutflüssige Frau, das ist ein wichtiger Punkt, auf den Sie uns hinführen nochmal. Sowohl die blutflüssige Frau wie die Sünderin, die Jesus, die mit ihrem Geschick und ihrer Profession die Füße salbt, ja, wie auch der Zachäus, erfahren das Heil nicht, indem sie zu Hause sind und diesen Entschluss fassen. Sie erfahren das Heil, also das ist eine wichtige Komponente. Der Zachäus ist neugierig, ja, sie erfahren das Heil in der Begegnung oder in der Berührung. Und erst nach der. Ja, aber die Entscheidung ist, das ist unbestritten. Die Entscheidung liegt voraus und sie ist wichtig. Sie ist sozusagen ein erster Schritt, aber es ist nur der erste Schritt, ist nicht mehr. Es ist noch nicht die. Wir reden seit einer Stunde über Realpräsenz. Nee, weil ich bewusst diese lateinischen Ausdrücke im Moment, also lateinische im Sinn von lateinischer Theologie, vermeide. Wir reden seit einer Stunde oder mehr als einer Stunde, seit der Mittagspause über Realpräsenz, nämlich über die Realpräsenz der Kirche. Und das ist das Entscheidende bei der Eucharistie. Also ich kann das gut hören, aber mir ist sehr wichtig daran festzuhalten, wenn wir über Formen reden, reden wir über Inhalte. Das ist ein alter katholischer Grundsatz. Man kann die Form nicht vom Inhalt trennen. Denn auch die Form anschaue, kann ich nicht sozusagen, kann ich sagen, ah ja, für den Inhalt wähle ich unterschiedliche Formen. Das ist eine ganz tiefe Korrespondenz, die gegeben ist, ja. Und das freut mich natürlich, wenn Sie sagen, ich konzidiere das weil das geschichtlich gewachsen ist mit der Ostung. Wir machen etwas komplett anderes, wenn wir uns drehen. Also ich könnte jetzt hier noch einen Text mitbringen, eine Reaktion auf Kardinal Zara, der jetzt neulich ja uns Priestern vor 2 Wochen empfohlen hat, wie sollen wir denn nach Osten zelebrieren? Das ist immerhin der Chef der Gottesdienstkongregation. Ja, denke ich auch, ja, stellt sich das auch vor. Ja. Und hier ist dann von einem Herrn Odendahl aus Bonn ist eine Entgegnung. Ich denke, er ist wahrscheinlich am liturgiewissenschaftlichen Lehrstuhl bei Albert Gerhards dazu zugange. Da ist genau das festgehalten, im Grunde genommen, ist wohlmeinend, sehr ausgewogen, versucht gar nicht verletzend zu sein oder irgendwie und jetzt das bis aufs Ultra zu verteidigen. Ja, aber in dem, was er da schreibt, dass nämlich eigentlich der Kreis die richtige Form ist, ja, richtet er alles aus. Ja, wir kreisen um uns selber. Das hat mit dem Inhalt zu tun. Ja, wir haben uns nur selber im Blick. Wir sind nicht mehr geöffnet. Ja, also das, was ja Schmähmann. Hier wird es ja auch deutlich in seinem Text, ja, dass das, was der Prozession oder Reise nennt, das ist der Inhalt. Ja? Und dieser Inhalt bedingt eine Form. Ja? Deshalb gibt es da eine Korrespondenz. Natürlich hat das immer auch, und um diese Krux kommen wir nicht herum, deshalb machen wir ja so einen Tag Katechese auch. Ja? Also das wär mir auch so vordergründig, also sozusagen jetzt haben wir nur über Formen von Liturgie gesprochen, sondern das ist eine Art und Weise, auch über den Glauben zu sprechen. Denn wenn wir sagen, eine eschatologische Dimension der Kirche kommt nicht vor, dann ist das ein Ausfall des letzten Teils des Glaubensbekenntnisses. Und sozusagen eine Rückgewinnung dessen in der Liturgie zeigt ja, dass wir diesen Teil vollkommen ausblenden. Also am Anfang meine Frage, wann haben wir die letzte Predigt über die letzten Dinge gehört? Ja, oder überhaupt über die Zukunft, das, was uns bevorsteht. Wir sind vollkommen gegenwartskonzentriert und darin in der Krise auch gegenwarts verloren. Und natürlich, man kann an anderen Sachen ansetzen. Ja, aber also so zumindest verstehe ich, ist das mein Anliegen, dass wir schon über den Glauben sprechen, dass es mit dem Glauben zu tun hat. Das wäre mir zu wenig, sozusagen, wir reden über Liturgie in einer ästhetisierten Form oder Archäologie oder Liturgiegeschichte, das haben wir auch alles schon gemacht, ja, aber das ist mir zu wenig. Und vielleicht ist das zu wenig deutlich herausgekommen, dass da meine Fragezeichen auch größer werden, weil es die eigentlichen Fragen, also das, was Metz in seiner Abschiedsvorlesung gesagt hat, dass wir eine Gotteskrise haben. Ja? Oder wenn wir an diesen Text von Nietzsche denken, ja? Das ist, dass die ganze Gesellschaft schreit nach dem Zurückkommen dessen, was wir eigentlich verloren haben, aber die Beobachtung ist, dass sie bei uns keine Antworten findet.
Das ist ja de facto so. Die Leute gehen überall hin, aber sie kommen nicht zu uns. Und heute haben wir uns auf die Messe nochmal kapriziert. Das wird sicher nicht das letzte Mal sein, weil wir auch in der jetzigen Form dem, was wir eigentlich glauben und was wir im Credo aufsagen, keine Gestalt geben. Weil wir dort nur in der jetzigen Form das finden, wessen wir ohnehin schon überdrüssig sind. Weshalb wir manchmal mit noch größerem Überdruss aus der Messe rauskommen, als wir schon reingegangen sind. Weil wir uns nur wieder selber gefunden haben. Mein Gott, wer hält sich schon immer selber aus? Das heißt, das Ganze ist wie ein Teufelskreis. Ja? Und es ist aber nicht nur ein Teufelskreis, der sich dreht, sondern das zieht sich immer enger zusammen. Und deshalb werden noch mehr Leute gehen, wenn wir das nicht ändern. Und das korrespondiert immer, das ist so ähnlich wie bei den Vorbereitungsgebeten. Es gibt auch, und davon bin ich fest überzeugt, es gibt Formen, die uns helfen, die wir aber üben müssen, die wir auch wieder lernen müssen. Ja? Wenn ich in der Sakristei nicht anfange, auch wenn ich das leise tue, bei jedem Kleidungsstück, das ich trage, vom Schultertuch angefangen bis zur Kasel am Schluss, die Begleitgebete zu sprechen, bin ich auch abgelenkt. Dann mache ich in der Zeit auch was anderes. So gut auf die Uhr oder man guckt nochmal aufs Handy, ist noch eine SMS. Alle diese Punkte, die heute gehen, uns verfolgt ja dieser ganze Kram, verfolgt uns ja manchmal noch bis in die Liturgie hinein. Ja? Nicht nur bis an die Schwelle, sondern bis hinein. Oder wenn wir inzwischen sehen, Oskar hat mir das die Tage geschickt, ein lateinamerikanischer Kardinal, der mit dem Tablet zelebriert. Das ist eigentlich verboten, ja. Aber wollen wir hoffen, dass er nur die Messtexte anguckt und nicht noch auf Facebook irgendwelche Einträge macht während der Messe. Ja? Das ist ein Unding. Es gibt einfach Dinge, die gehen nicht, ja? Weil es einen Einbruch bedeutet. Eine Verletzung dieses Raumes. Demnächst müssen wir müssen, glaube ich, beim nächsten Mal mittags Feldbetten aufstellen. Oder liegt es daran, dass es so langweilig ist? Ja, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, dann ist es zu. Machen wir noch mal kurz auf, bitte. Vielleicht ist das ein ganz guter Punkt zu schließen. Ist, wo sich Schmemann in seinen Beobachtungen sehr trifft mit dem Papa Emeritus, in der Überschrift Schönheit verwandelt die Welt. Das wird ja dann immer so als, Papst Benedikt wird ja immer dann in so eine Ecke gestellt, das ist ein Platoniker, ist ganz schrecklich, ja, wie die reden immer über Schönheit oder so etwas. Ja. Aber wenn man zum Beispiel bei Schmemann schaut, wie sehr den, ich habe das heute Morgen schon gesagt, wie sehr den Naturerleben beeindruckt, ja, bei Benedikt sicher nicht anders, ja, sehr verbunden mit seiner bayerischen Heimat, ja, aber wie sehr das etwas ausmacht, und das heißt ja auch, dass es die Eindrücke der Schönheit dieser Welt sind. Das ist ja nicht eine ideale Schönheit oder ideelle Schönheit, die wir da schauen, sondern eine sehr konkrete Schönheit. Und wenn wir das versuchen, und das macht die Liturgie, in die Verbindung zu bringen mit dem, was wir da mit dem Hinübergehen in das Reich Christi meinen, was wir da feiern. Die Verwandlung der ganzen Welt in diese Schönheit, die Gott am Anfang in die Schöpfung gelegt hat und die wir halt verspielt haben. Nicht nur vom ersten Sündenfall der Ureltern in dieser prinzipiellen sündigen Menschheitssituation, sondern bis hin zu dem, was Schmemann dann ausführt, dass die Welt sozusagen ihre letzte Chance verspielt, indem sie den Gott sendet, auf Golgatha umbringt. Und dennoch diese Spuren der Schönheit aufzunehmen und sie einzubringen, deshalb muss Liturgie immer schön sein. Das hat man ja auch, man kann sich nicht vorstellen, wie sehr man das zerstört hat. Also wenn fängt man der liturgischen Kleidung an über die Kirchenräume. Ja? So sehr es immer unterschiedliche, auch immer Kunst, wenn man die Kirchen anschaut, die Kunstgeschichte anschaut, wie sehr unterschiedliche Ausdrücke es auch von zeitgebundener Schönheit gibt. Ja? Ein byzantinisches Zeitalter oder ein romanisches hat es anders gemacht als die Gotik oder der Barock. Aber hier bewusst zu
entscheiden, das ist einmalig in der Kirchengeschichte, wir streichen innen diese Kirche grau, weil draußen alles grau ist. Die Arbeiter müssen in der Kirche ihre Arbeitswelt wiederfinden. Das war die Denke. Ja? So. Dabei wäre wahrscheinlich jedem Arbeiter, und wenn man die auch fragt, ich meine, ein paar leben ja noch, ja, dann ist denen in ihrer alten Kirche, in dieser alten Ausmalung, ja, auch wenn die vielleicht jetzt nicht künstlerisch hochstehend war, das Herz aufgegangen, weil sie darin nach diesem ganzen Grau von 6 Tagen, Untertage oder bei irgendeiner Stahlverhüttung, das Herz aufgegangen ist, weil sie einer anderen Dimension begegnet sind. Das ist das, was sie gesucht haben. Und das haben wir heute zwar nicht mehr unbedingt mit dem Anstrich, wobei manche Kirchenneubauten ja auch grauselig sind. Ja, es gibt nicht ein einziges Heim, oder man müsste darüber mal eine Untersuchung machen, die Seminarkapellen, die es gibt in unserem Land. Da ist ja eine Tiefgarage, hat ja geradezu einen Wohnzimmercharme dagegen. Ja, das findet ja geradezu schon, man fühlt sich ja fast im Uteral geborgen in einer Tiefgarage, ja, im Vergleich zu solchen Kapellen. Also wo man sich da mit irgendeinem frommen Gedanken, also ich meine jetzt wirklich frommen Gedanken, nicht kitschig fromm, sondern nur fromm, niederlassen soll, wo man da beten soll, das ist also Zen gebastelt. Ja? Das ist nach wie heißt dieses, wo nichts diagonal sein darf, wie heißt das? Feng Shui. Das sind alles so Feng Shui-Kapellen, ja. So irgendwie, wo dann sozusagen da, wo zu Hause der Putzeimer steht, der Tabernakel hingestellt und so ist. Also, wobei ich nicht, da stimme ich nicht Kardinal Zara zu, dass der immer in die Mitte muss. Das ist noch nicht mal bei Trient so. Da müsste der Kardinal mal in die alten Dokumente schauen, ja. Noch nicht mal Trient setzt den Tabernakel in die Mitte, es ist das Barock, das den Tabernakel erst in die Mitte setzt. Erst seit dem Barockzeitalter, vorher stand der Tabernakel nie in der Mitte. Oder er stand eben, wie in der Orthodoxie bis heute, wenn man so will, das Allerheiligste auf dem Altar. Gut. Haben wir auch wieder eine Brücke. Aber einen Raum der Beheimatung gibt, denn der Kirchenbau ist etwas Ähnliches wie unsere Haut. Das ist die Heimat des Leibes Christi. Ja, und wie wir unsere Behausung auch. Die Tage gab es auch im Deutschlandfunk einen Bericht, warum die Leute Einbrüche in ihre Wohnung als ein unglaubliches Delikt empfinden. Ja? Und das ist etwas ganz Ähnliches. Das ist wie Körperverletzung wird das wahrgenommen. Ja? Weil das nochmal unsere nach außen verlagerte Haut ist, die Wohnung. Ja? Das ist unser Lebensorganismus. Das ist aber mit der Kirche auch so. Weil es das Haus für den Leib Christi, es ist der Leib Christi, nochmal eine Abbildung dessen, dieses Leibes in Stein, den wir als Versammlung darstellen. Und deshalb ist das sind sehr intime Vorgänge. Ja? Und ich sage mal, schon Jahre vor der maoistischen Kulturrevolution hat man im Bistum Trier und auch anderswo, also nicht nur in Trier, hat man einen solchen großen Sprung nach vorne, der ja im Fiasko geendet ist, bei Mao, wie hier in Trier auch, ja, hat man eine solche Revolution gemacht. Hier wurden auch aus der Sakristei, weshalb wir jetzt auf eBay angewiesen sind, hier wurden alle Dinge vom Fronleichnamsbaldachin angefangen, hat eine Pfarrhelferin hier dort neben dem Pfarrheim verbrannt. Alles. Alte Paramente, Gegenstände, Einrichtungen, alles. Verbrannt. Großes Feuer gemacht. Damit ist es jetzt vorbei. Ich sage ja, maoistische Kulturrevolution. Man hatte Vorbilder oder man weiß nicht, ob Mao irgendwie mal im Bistum Trier war. Ich weiß nicht. Es war ja dann bei ihm dann ein bisschen später, nach 1950, das ist zumindest nicht überliefert. Aber das war auch so das war so die Zeit, ja, wo man dachte, darauf muss man keine Rücksicht nehmen. Ja? Wir formen, wir bilden jetzt den neuen Menschen und wir bilden ein neues Bewusstsein. Das ist eigentlich marxistische Ideologie. Aber hier in die Tat umgesetzt. Nochmal der Satz, damit die maoistische Kulturrevolution nicht das letzte Wort war. Schönheit verwandelt die Welt. Weil wir, Josef Ratzinger hat das mal in einem sehr schönen Vortrag ausgeführt, weil wir von dieser eigentlichen Schönheit Gottes verwundet sind. Deshalb spüren wir immer, wir sagen ja manchmal auch, wenn wir etwas sehen, uns geht das Herz auf. Ja? Wir spüren dann diese Wunde und sie zieht uns mittels der Sehnsucht hin zu dieser ursprünglichen Schönheit. Und eigentlich ist die Messfeier auch dazu da, diese Wunde,
diese positive Wunde, die wir haben, wachzuhalten, um uns dort wieder hinzuorientieren. Die Prozession zum Reich Gottes, dem wir nichts vorziehen sollen. Dankeschön.